Sarah Wagenknecht hat ihre neue Partei BSW gegründet. Und auf Twitter rasten die ersten Regierungspropagandisten schon aus. Die Plattform brennt förmlich. So schreibt der Politiker Konstantin von Notz Folgendes. Wagenknecht und Lafontaine coming home. Heute hat sich die alte SED als Partei neu gegründet. Sie nennt sich jetzt BSW. Das Programm ist aber unverwechselbar wie früher. Autoritär, antiliberal, selbstgerecht, amerikafeindlich und russlandhörig bis zur Selbstverleugnung. Ja, wenn man Frieden will, dann ist man natürlich amerikafeindlich und russlandfreundhörig. Wenn man will, dass wir Deutschen unsere eigenen Interessen vertreten, dann ist das natürlich amerikafeindlich, denn deutsche Politik soll amerikanische Interessen vertreten. Ja, so ist anscheinend die Meinung unseres politischen Establishments. Und ja, einfach eine Politik in deutschem Interesse ist jetzt anscheinend SED. Was soll man zu diesem geistigen Armutszeugnis hier noch sagen? Na, schauen wir mal, was andere schlaue Leute, schlau in ganz fetten Anführungszeichen, oder nicht in ganz fetten Anführungszeichen, ich sehe, Manaf Hassan hat hier einen Tweet rausgehauen, wo er die Rede von Wagenknecht zeigt. Die werden wir uns nachher noch ansehen. Aber erstmal, Manaf Hassan, der ist passiert. Das können wir. Er hat ja jüngst für die Nachdenkseiten auch einen guten Artikel geschrieben. Ich dachte, jetzt kriege ich nichts angezeigt, aber es ist ja schön, dass vernünftige Leute dabei sind. Naja, Nima Movasat, Mitglied bei den Linken. Also, erinnert mehr an eine Sekte als an eine Partei. Schön, dass das ein ehemaliges Mitglied der Linkspartei ist, die jede abweichende Stimme mundtot macht. Die jeden, der Frieden fordert, einfach zu verleumden versucht. Kult um eine Person. Dränge Auswahl der Mitglieder. Kein Pluralismus. Bullshit. Thomas Geisel, Fabio De Masi haben unterschiedliche Positionen. Das wurde auch von Linken dolle kritisiert. Also da wurde gesagt, wieso könnt ihr jemanden wie den Geisel dazu holen? Oder wieso holt ihr jemanden wie den Pirner, der Corona-Aufarbeitung fordert? Telegram-Partei, Querdenker-Partei, also das ist ja irre. Also man wagt diesen Pluralismus und dann ist man rechts, da rechtsoffen, verschwurbelt oder wahlweise sogar neoliberal, weil der Geisel mal ein paar blöde Sachen gesagt hat. Aber der Movasat wirft jetzt vor, dass angeblich kein Pluralismus gewagt wurde, weil man nicht jeden reinlässt. Also wie gesagt, wenn man eine Partei gründet und nicht unterwandert werden will, dann muss man halt gucken, wen man erstmal aufnimmt. Das ist schon ganz richtig. KÖR Antisemitismus-Watch hier mit einem ganz ekelhaften Framing. Oskar Lafontaine schwafelte eben etwas von Kriegsverbrechen im Gazastreifen auf dem Parteitag des BSW. Er schwafelte davon nichts, er liefert einfach eine korrekte Beschreibung der Realität. Wir haben uns die Rede eben angehört. Also, es ist ja wirklich unfassbar. Ich meine, die israelischen Kriegsverbrechen, die sind ja evident. Also sonst hätte der internationale Gerichtshof ja nicht gesagt, dass Israel Maßnahmen ergreifen soll, das zum Schutz der palästinensischen Bevölkerung, um einen Genozid zu verhindern. Ich sag ja, wir sehen hier auf Twitter jede Menge loste Leute. Also nach meiner Fassung einer schlimmer als der andere. Ulrich Schneider, Vorsitzender des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, muss sich leider sehr häufig zu außenpolitischen Themen sehr bellizistisch äußern. Da hat Sarah Wagenknecht allerdings völlig recht. Die sind überhaupt keine Linke. Ja, okay, das war jetzt weniger dumm als gedacht. Ihr merkt, ich mache das hier spontan. Also ich habe ja einfach mal unter dem Hashtag BSW geguckt, wer hier als erstes schreibt. Dank Sarah Wagenknecht beim Gründungsparteitag des BSW wissen wir, jetzt, was vom Plan von Zelensky und Friedrich Merz ist, mit Taurus-Raketen Moskau angreifen. Viel mehr muss man über das Bündnis nicht wissen. Ja, sie lehnen die irre Kriegstreiberei der aktuellen ukrainischen Regierung sowie des deutschen Establishments, also Grüne, CDU und so weiter, ab. Ja, mehr muss man friedenspolitisch nicht wissen. Die Partei ist für Frieden und gegen Krieg mit Russland. Völlig basierte Position, würde ich sagen. Ja, hier wird jetzt ein einzelner Mann rausgesucht, der ein bisschen dämliches Bild trägt, wie das hier auf Twitter nun mal so ist. Am Ende doch ein SPD-U-Boot. Kommunistin bis ins Mark. Also zu SPD und Grünen. Wir müssen über die Enteignung der fleißigen Gott. Gut, das sind dann diese selbstdenkenden Leute, die irgendwo. Oh. Da reißt Springer irgendwas aus dem Kontext oder ich würde gerne, also wir sehen uns diese Rede, wie gesagt, gleich an. Also das ist ja wirklich maximal dumm.
Also wir müssen über die Enteignung der Superreichen reden. Oder nicht über die Enteignung, sondern nur über die gerechte Besteuerung. Ich weiß, das kann man jetzt natürlich auch aus dem Kontext reißen. Ja, hier gibt es sogar einige Leute, die sich positiv äußern. Es ist. Ah, hier haben wir wieder Konstantin von Notz. Ja, bei dem Tweet waren wir vorhin. Ich glaube, damit schließen wir auch das Video. Wie gesagt, wir wollten nur den neuesten Twitter-Schwurbeln mal kurz nachgucken und da war schon einiges Dummes dabei. Aber wenn ihr wollt, dass Twitter nicht so vergiftet ist, nutzt den Hashtag BSW und schreibt positive Nachrichten zum Bündnis Sarah Wagenknecht. Naja, unser aller Lieblingsgesundheitsminister Karl Lauterbach schreibt: Eine Partei mit Personenkult, die sowohl die Ukraine wie auch Israel im Stich lassen würde, ist moralisch bankrott. Sprich, sie wollen Frieden. Also, ja, wenn man Frieden will, dann lässt man natürlich die Regierung der Länder, die Krieg wollen, im Stich. Ich meine, deutsche Politik sollte immer das tun, was Benjamin Netanyahu oder Volodymyr Zelensky sagen. Ja, das klingt nach vernünftiger Außenpolitik. Die sollte sich nicht für Frieden und eigene Interessen einsetzen. An Putin keine Kritik. Man solle billiges russisches Gas kaufen. Populismus pur. Ja, dass Karl Lauterbach eine Politik ablehnt, die sich für die Interessen des Volkes einsetzt, ist wohl wenig überraschend. Ja, natürlich soll man billiges russisches Gas kaufen. Also sonst geht unsere Industrie schließlich kaputt. Was soll man dazu noch sagen? Also Twitter ist wirklich weiterhin die Plattform mit den dümmsten Leuten. Selbst wenn man zwischendurch die Hoffnung haben konnte, dass die vielleicht alle nach Mastodon abhauen, ist leider nicht passiert. Twittern alle weiter und ja, ich wollte euch mal einen kurzen Überblick geben. Wenn ihr nicht auf dieser Plattform geht, wart, geht da bitte auch nicht hin. Da laufen wirklich größtenteils solche Leute wie Karl Lauterbach rum. So,